Hallo meine Lieben, die meisten werden mich kennen. Mein Name ist Gerida, ich bin hier im Strauss Fitness Kusenalburg und ich habe das Vergnügen, mit euch jetzt so ein ungefähr 45-minütiges Workout zu machen. Ich nenne es Bodywork. Alles, was ihr braucht, wäre eventuell eine Matte, wenn ihr das zu Hause habt. Handeln wäre toll. Ihr könnt natürlich auch Wasserflaschen nehmen oder ganz ohne Geräte arbeiten. Das Wichtigste ist, dass ihr was zum Trinken bereit habt. Wir werden jetzt zwischen Pausen machen und trinken. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Wir fangen an mit einem leichten Workout. Das heißt, wir machen Side to Side, kreisen fest mit den Schultern. Schön nach hinten ziehen, die Ellbogen ein bisschen hinauf. Genau, super. Mach deine Arme ein bisschen länger. Genau, ganz weit hinaufziehen. Nimm jetzt bitte beide Arme dazu. Achtmal schön kreisen. Schulterblätter fest zusammenziehen. Genau, die letzten vier. Drei. Zwei, bleib in Bewegung, bitte zieh deine Fersen hoch. Hinten schön anfersen. Genau, super. Achte bitte darauf, dass dein Hals immer schön lang ist. Die Körperspannung, den Nabel zieh nach innen. Sehr gut. Noch eine Runde, die Schultern kreisen abwechselnd. Die Arme ein bisschen höher ziehen, die Ellbogen ein bisschen weiter hinauf. Ganz genau. Mach die Arme bitte noch länger. Sehr gut, und zieh wieder deine Arme beide hinauf. Wunderbar. Deine Fersen bitte unten hochziehen. Schön anfersen, dabei auch tief gehen. Wir haben noch vier, noch drei, noch zwei. Mach bitte einen Step-Touch zur rechten Seite. Das ist ein großer Schritt zur Seite. Und du deine Beine schön schließt. Zieh dann die Arme bitte ein bisschen höher, die Handflächen schauen nach vorne. Sehr gut, machen wir hier schon die letzten vier. Drei, zwei. Mach so weiter, steig mit dem rechten Bein nach vorne, mit deinem linken Bein dazu, die Arme bleiben. Wunderbar, dein linkes Knie kommt hoch, lehn dich ein bisschen vor, rhythmisch schön gerade. Super, die letzten vier. Step Knee, drei, zwei, machst du weiter. Jetzt kommt ein Kick mit deinem linken Bein, wobei dein ganzer Körper schön mitgeht. Viermal. Drei, zwei, genau. Lauf dir deine Runde, du kannst, wenn du nicht gerne läufst, auch einfach am Platz marschieren. Wenn du läufst, zieh deine Fersen schön hinauf. Achtmal noch. Genau, die letzten vier. Drei, zwei. Und Step-Touch bitte nach links hinüber. Dann der große Schritt, schön schließen. Steig mit dem linken Bein nach vorne und zieh dein rechtes nach. Wunderbar. Dein rechtes Knie kommt hoch, der Step-Knee auf der linken Seite. Lehne dich wieder ein bisschen vor. Viermal. Drei. Zwei. Genau. Mach bitte einen Kick. Ganzer Körper geht wieder schön mit. Die letzten vier. Drei. Zwei. Und dann läufst du deine zweite Runde oder wie gesagt am Platz marschieren. Du kannst jeden Sprung auch gerne weglassen. Noch achtmal. Sehr gut. Die letzten vier, drei, zwei. Komm mit in der Mitte tief gelassen, deine Fersen. Setz dich schön nach hinten und der Rücken ist wieder ganz gerade. Nabel hinein, Schulterblätter zusammen. Viermal. Wunderbar, deine Knie kommen hoch, rechts, links, dreh dich ein bisschen, genau, Ellbogen zum Knie, noch viermal. Wunderbar, mach hier ein bisschen weiter auf, die Beine sind weit geöffnet und die Drehung wird ein bisschen größer. Noch viermal, drei, zwei, nochmal die kleine Runde. Beine wieder enger,
Super. Viermal noch. Drei. Zwei. Und wieder weiter öffnen. Achtmal. Wunderbar. Die letzten vier. Nochmal in der Mitte tief, so wie vorne. Ferse schon belasten, Fußspitzen ein bisschen anheben. Genau, schön nach hinten setzen. Viermal noch. Drei, zwei, bleib wieder unten, mach einen Lunge zurück. Einmal rechts und einmal links. Genau. Die letzten vier. Bewegung wieder nach vorne, einen Kick nach vorne, nimm die Arme dazu, die Beine wirklich weit hinaufziehen und festkicken. Noch viermal. So, dann kommt die zweite Runde, den Lunge noch einmal zurück, komm wieder schön tief. Noch viermal. Und den Kick nach vorne. Achtmal. Genau, schön hinauf mit den Beinen. Die letzten vier. Wunderbar. Halte jetzt die lange Hocke. Setz dich wieder auf deine Fersen. Rücken ist gerade. Die letzten vier. Drei, zwei und nochmal den Step-Touch zur rechten Seite. Achtmal. Schulter wieder schön nach hinten. Letzten vier. Machen wir jetzt zwei hintereinander, den Double Step Touch. Zwei Stück. Genau, ein bisschen tief setzen. Viermal. Jetzt haben wir noch einen Grip an die Auskatze, ähnlich du kreuzt hinten, ziehst deine Ferse hoch. Wunderbar. Viermal noch. So, machen wir den Double Step Touch. Wer möchte, kann auch springen. Oder du steigst dann. Vier Stück noch. Drei. Zwei. Der Grapevine zieht jetzt dein Knie hoch. Das Knie hinauf. Genau. Letzte vier. Dann nochmal Step Touch, ganz normal, Single, viermal, drei, zwei, steig wieder rechts vor, mach Repeater, das heißt, du bleibst hier, belastest dein rechtes Bein, das ist vorne, und das linke Bein zieh hoch, viermal noch, drei, zwei, und wechsle die Seite, du steigst links vor, das rechte Knie kommt hoch, genau. Bleib schön unten, du wärmst jetzt deine Quadrizeps auf. Mach auch hier eine zweite Runde noch mal rechts vor. Acht. Sehr schön. Die letzten vier. Drei. Zwei. Und dein linkes Bein. Achtmal. Genau, die letzten vier. Drei, zwei, marschier bitte am Platz. Viermal, gib die Knie ein bisschen in die Arme, schön dazu. Genau, mach bitte auch den Hin auf der rechten Seite. Das ist ein breiter Schritt und ein enger. Breit, eng. Genau, viermal noch. Drei, zwei und linke Seite. Links steigen, breit und eng. Letzten vier. Wunderbar. Jetzt rechts den V-Step. Das ist ganz ähnlich, nur dass du ein kleines Stück immer vorsteigst, die Beine noch ein bisschen mehr beugst. Genau, noch vier. Drei. Zwei. Und wir wechseln die Seite. Achtmal. Sehr schön. Die letzten vier. Und wir kommen nochmal zurück zum Step-Touch rechts. Viermal. Ich hoffe, die wird schon ein bisschen wärmer.
Mach jetzt hier einen Bieter, aber das sind seitlich, das heißt, du drehst dein linkes Knie ein bisschen auf und belastest nochmal dein rechtes Bein. Noch vier. Genau, wechsle bitte die Seite. Linkes Bein belasten, rechtes Knie kommt hoch. Noch vier. Mach hier noch eine Runde. Rechts, nach vorne. Arm schon dazu nehmen. Jetzt die vier. Und wechsle nochmal die Seite. Jetzt die vier. So, halte bitte noch einmal in der Hocke. Achtmal. Du kannst jetzt vielleicht schon ein bisschen tiefer gehen. Je nachdem, wie es dir geht, hier noch jederzeit Pause machen, wenn es zu anstrengend werden sollte. Bleib jetzt hier unten, bitte mach Tabs zur Seite. Aber wieder schön rein, Schulterblätter zusammen. Bleib dabei, wenn du nicht gerne springst. Es ist Low Impact. Wenn du gerne springst, ändere die Übung und mache einen Jumping Jack. Genau. Noch kurz durch, achtmal noch. Die letzten vier fest durchatmen. So, bitte einen Schluck am linken Bein mal fest durchschütteln. Wir fangen jetzt an mit der Kräftigung, Schwerpunkt. Kraftausdauer. Trink einen Schluck, dass du wieder zu Kräften kommst. Nimm dir jetzt die Handeln, die Wasserflaschen. Oder wie gesagt, mach es ganz ohne Equipment, wie wir schon haben. Fersen belasten und einfach tief geben. Schön nach hinten setzen, nimm die Arme mit. Schließ sie vorne. Genau, viermal. Drei. Zwei, steig jetzt bitte mit dem rechten Bein nach vorne, mach einen Lunge, leg das Gewicht nach vorne, stoß dich fest ab. Genau, dann viermal. Drei, zwei, steig nach vorne bitte, mach Repeater, wie wir schon beim Aufwärmen hatten. Möglichst weit unten, Knie sind immer gebeugt, viermal noch. Drei, zwei, mach einen Squat bitte nach rechts, das heißt ein kleiner Schritt nach rechts, Gewicht wieder auf den Fersen. Noch viermal. Drei, zwei, die zweite Runde schon bitte. Komm noch einmal mittig tief. Achtmal. Wunderbar. Immer schön durchatmen, wie gesagt, ganz wichtig. Vier noch. Drei, zwei. Steig jetzt rechts vor. Versuche jetzt die Arme ein bisschen weiter zu ziehen, weiter rauf zu ziehen, ganz kontrolliert. Noch viermal. Super, steig bitte vor und mach Repeater. Achtmal. Bleib wieder unten, nimm die Arme mit, die letzten vier. Dann kommt da wieder das Squat nach rechts. Achtmal. Kleiner Schritt zur Seite, schön tief gehen, noch vier, drei, zwei, die letzte Runde von diesen hier, in der Mitte wieder tief gehen, Arme ein bisschen mitnehmen, super, noch viermal, steig wieder rechts vor, acht, nimm die Arme wieder kontrolliert mit, letzte vier. Schön tief gehen. Genau. Steig bitte vor, noch Repeater. Acht. Sehr gut. Die letzten vier. So, den Squat bitte rechts. Achtmal. Super. Letzte vier. Jetzt hier kommen ein Stückchen hinunter. Du kannst hier bleiben oder auch ganz hinunterkommen. Wichtig ist, dass dein Rücken gerade ist.
Genau, das heißt wieder Narben rein und Schulterblätter zusammen. Viermal halten, Fußspitzen ein bisschen entlasten. Super, halb durch, halb unten, vier noch. Genau dort in der Höhe, wo du dich wohlfühlst. Und steig mit deinem rechten Bein gekreuzt zurück. Wie gesagt, gerne weiter oben arbeiten, vier noch. Drei, zwei, steig rechts bitte gerade zurück. Achtmal. Jetzt hast du die Spannung schön in deinem linken Oberschenkel. An der Vorderseite noch vier, drei, zwei. Mach bitte noch eine Runde gekreuzt. Achtmal. Die letzten vier. Am besten immer den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule halten, wenn du nicht gerade zu mir schaust. Und wieder gerade zurück. Acht. Wir haben es gleich geschafft. Komm, vier noch. Drei. Zwei. Und fest ausschütteln. Das linke Bein. Stell dich in eine Position, wo du die Knie schön locker halten kannst. Eventuell das Becken ein bisschen kippen. Dein Hohlkreuz machen und hier die Arme seitlich hochziehen. Genau. Wenn du jetzt Handtücher nimmst oder Wasserflaschen, wirst du es ein bisschen mehr spüren. Aber man kann die Körperspannung auch sehr gut aufbauen, ganz ohne zusätzliche Gewichte. Noch vier. Atmen aus beim Heben. Super. Auf zwei. Schön langs. Dadurch hast du eine bessere Kontrolle. Vier noch. Komm bitte drei hinauf und einen hoch. Eins, zwei, drei und tief. Eins, zwei, drei und tief. Letzten vier schon. So, das geht dann nochmal auf zwei. Hoch, hoch, tief, tief. Genau. Noch viermal. Da kommt nochmal ein Achter, den schaffen wir noch gemeinsam. Auf eins. Acht. Ziehen wir mal ganz fest die Schulterblätter zusammen. Die letzten vier. Wunderbar. Du kommst bitte wieder hinunter. Das kann wieder hier sein oder auch ganz unten. Halte hier bitte achtmal. Mach deinen Rücken wieder gerade, zieh den Nagel wieder fest hinein und steig jetzt mit deinem linken Bein gekreuzt zurück. Die letzten vier. Drei, zwei, steig bitte gerade zurück. Achtmal. Sehr gut, die letzten vier. Drei, zwei, so, einen Durchgang noch, gekreuzt, bleib unten und ein bisschen weit oben natürlich auch. Die letzten vier. So, steig nochmal gerade zurück. Achtmal. Die letzten vier. Und setz dich nochmal auf deine Fersen. Wir sind schon bei der zweiten Seite. Genau, viermal noch. Drei, zwei. Was bedeutet, dass du links nach vorne steigst. Linkes Bein steigt nach vorne. Großer Schritt nach vorne. Fest abstoßen, die Arme mitnehmen. Vier noch. Drei, zwei. Steig nach vorne bitte und mach Repeater. Achtmal. Genau, Knie schön beugen. Das ist ungefähr über der Ferse. Viermal. Da kommt das Board nach links. Achtmal. Genau. Sehr schön. Noch vier. Zweite Runde bitte. Komm noch einmal tief hier.
8. Noch viermal. 3, 2, das linke Bein steigt noch einmal vor. 8. Genau. Die letzten 4. Sehr gut. Steig bitte vor nach Pipita. 8-mal. Genau, linkes Bein ist wieder vorne. Die letzten 4. So, da kommt das Squat. 8. Rücken gerade machen. 4. 3. 2. Komm, eine Runde machen wir noch. Komm noch einmal in der Mitte. Tief. 8. Sehr schön. Noch 4. Linkes Bein steigt vor. 8-mal. Super. Noch 4. Genau. Steig bitte vor, mach Repita. 8-mal. Letzte 4. Das Wort. 8. Super. Die letzten 4. Mach den Schritt jetzt bitte ein bisschen größer. Dreh deine Knie auseinander. Drück deine Fersen in den Boden hinein. Richte dich schön auf und komm hier tief und nicht mehr ganz hinauf. Genau, die Spannung schön halten. Das heißt, du spürst es dann auch ein bisschen an der Innenseite deiner Oberschenkel. Bleib jetzt hier. 8-mal. Genau, die letzten 4. Und komm bitte noch einmal tief. 8. Arbeit so weit wie möglich unten. Letzten 4. Bleib bitte wieder, spann deine Arme an, drück deine Fersen in den Boden. Genau. Letzten 4. Und du kommst noch einmal tief, einmal geht's noch, komm, 8. Aufrechte Haltung, Schulter nach hinten. Noch 4. Und bleib noch einmal. 8. Super. Die letzten 4. So, die Knie bitte wieder locker lassen, ein bisschen Durchschnitt und trinke mal einen Schluck. Ganz wichtig, dazwischen immer wieder trinken. Schnapp dir dann bitte wieder Handelwasserflaschen oder mach es wieder ohne Zusatzausrüstung. Hier ist ganz besonders wichtig, dass du nochmal den Nabel reinziehst und den Becken ein bisschen kippst. Ich zeige es euch von der Seite. So ein bisschen kippen, dass du nicht im Hohlkreuz stehst. Ganz wichtig. Daher auf die Knie locker, die Arme oben schließen und die Ellbogen schön und eng zusammengeben. Strecken, beugen. Wenn du streckst, bitte atme aus. Du beugst, atme ein, spürst den Trizeps, wahrscheinlich nicht gleich, aber nach einer gewissen Zeit, die Rückseite deiner Oberarme. Wunderbar. Doppeltes Tempo. Sind auch hier nur 3 Runden. Spannung schön halten. Ja, Ellbogen eng, Hals ist lang, Becken ist gekippt, Knie sind locker. Noch 4-mal. 3, 2 und noch einmal langsam. 8-mal. Ausatmen, einatmen. Genau. Die letzten 4. 3, 2 und noch einmal schnell, wenn es geht. 8. Super. Letzten 4. Da kommt deine letzte Runde. Halt mit mir durch.
Noch einmal strecken, beugen, strecken, beugen. Langsame Bewegung, die letzten vier. Und noch einmal schnell. Acht. Und durch vier noch. Drei, zwei. Und die Spannung lösen, die Schultern ein bisschen kreisen. Durchatmen. Und das rechte Bein ist noch einmal dran. Das steigt jetzt ganz weit zurück und zieht dein Knie hoch. Zurücksteigen, den Lunge zurück mit dem Knie dazu. Noch vier. Drei, zwei, mach hier weiter, bitte mach einen Kick. Festkicken, schön weit zurücksteigen. Letzten vier. Drei, zwei, genau, mach bitte so weiter. Das gestreckte Bein kommt hoch. Letzten vier. Rechtes Bein kommt hoch, mach die zweite Runde mit Knie, Lunge, Knie. Letzten vier. Da kommt wieder der Kick, Lunge, Kick. Noch vier. Der Lunge, gestrecktes Bein. Noch vier. Alle guten Dinge sind drei. Das Knie. Noch vier. Sehr gut. Der Kick. Letzte vier. Und gestreckt. Acht. Gleich geschafft. Viermal. Drei. Zwei. Genau. Bleib jetzt hinten. Zieh die Arme seitlich hoch. Leg das Gewicht auf dein linkes Bein. Also nach vorne. Noch vier. Wunderbar. Die Arme nach vorne hoch. Handflächen schauen zur Decke. Letzten vier. Wunderbar. Wechsle bitte das Bein. Rechtes Bein ist belastet. Und das linke ist hinten. Genau. Noch vier. Und bring die Arme bitte wieder nach vorne. Deine Handflächen schauen hinauf. Noch vier. So, nochmal. Seitlich. Wunderbar. Letzte vier. Wechsel noch einmal das Bein und zieh die Arme noch einmal vorne hoch. Einmal ist noch links vorne. Super. Mach die Arme schön lang. Vier. Drei. Zwei. Und steig mit deinem linken Bein weit zurück. Da sind wir schon bei der zweiten Seite. Links steig zurück. Heb dein Knie. Mach einen großen Schritt. Noch vier. Sehr gut. Mach einen Kick. Super. Noch vier. Das gestreckte Bein. Lunge und gestreckt hochziehen. Die letzten vier. Zweiter Durchgang. Lunge mit Knie. Acht. Super. Die letzten vier.
Der feste Kick kommt dazu. Achtmal. Vier noch. Und das Bein gestreckt. Letzte vier. Der letzte Durchgang, bitte noch einmal der Knie. Letzte vier. So, ein Kick. Vielleicht hast du es geschafft im Stehen. Letzte vier. Und noch einmal das gestreckte Bein. Schön hinaufziehen. Letzte vier. So, halte bitte. Noch einmal in der Hocke. Genau, komm noch ein bisschen runter. Mach den Rücken noch einmal schön gerade. Und bleib hier. Noch acht. Noch sieben. Noch sechs. Noch fünf. Letzte vier. Drei. Zwei. Und es ist wieder Zeit für ein Stückchen zum Drehen. Bitte schnapp dir dann die Matte. Lass gegebenenfalls die Hand in deiner Nähe. Wir machen jetzt weiter mit den Bodenübungen. Auch hier bitte Pause machen, wenn du merkst, es wird dir zu viel. Um die Wirbelsäule und den Rücken nicht zu überfordern, kommen wir Wirbelsäule wieder recht hinunter. Das heißt, wir machen einen großen Schritt nach vorne, stützt uns ab, bringe das Knie hinunter, stell das zweite Bein dazu. Du kannst, wenn du möchtest, die Übung etwas schwieriger gestalten, wenn du dir eine Hand anziehst. Du kannst da natürlich auch mit der Wasserflasche probieren. Rücken ist gerade, Nabel ist drinnen und du kommst hier hoch. Ganz, ganz wichtig, der Rücken bleibt wirklich ruhig und gerade. Dass das leichter fällt, stütze mich auf den Unterarmen ab. So, komm bitte auf zwei hinauf. Atme fest aus, wenn du hochkommst. Einatmen beim Absinken. Noch vier. Sehr gut. Geh bitte drei hinauf und einen runter. Eins, zwei, drei und tief. Eins, zwei, drei und tief. Die letzten vier. Auch hier ist der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Und auf zwei noch einmal. Hoch, hoch, tief, tief. Nabel nach innen ziehen, nicht vergessen. Viermal noch. Drei, zwei und auf eins. Acht. Halt noch durch. Und ein Achter für dir auf dieser Seite. Zwar genau jetzt, bleibt die oben Pumpe von 8 noch einmal runter. Jawohl, viermal noch. Okay, ganz super gemacht, bitte absenken. Hand entfernen, inzwischen den Rücken ein bisschen erholen lassen. Das heißt, du machst so einen richtigen Katzenbuckel ganz genüsslich. Lass den Kopf hängen und widmest dich der zweiten Seite. Bein Nummer 2 bekommt die Hantel. Wenn du möchtest, komm bitte wieder auf die Unterarme, mach den Rücken wieder gerade und komm hoch und tief. Hoch und tief. Atme wieder aus und ein. Viermal noch. Sehr gut, das Ganze bitte wieder auf 2, noch langsam. Letzten vier. Und dann wage bitte drei hinauf, einen runter. Eins, zwei, drei und tief. Die letzten vier.
Atems wieder nach innen gezogen, die letzten 4, 3, 2, aufwärts. Achter. Dein Gesäß wird trainiert, deine hintere Oberschenkel, 4 noch, 3, 2, bleib bitte oben und runter. Mach mal. Die letzten 4. Und da hast du wieder deine kurze Entspannungspause zur Erholung des Rückens. Ganz gut machen. Fängen lassen, Schulterblätter vielleicht ein bisschen auseinanderziehen. Und weiter geht's dann mit dem Aufmuskeln. Dazu drehe ich bitte um. Leg dich auf den Rücken, bring deine Fersen ziemlich nah zu deinem Becken, stütze deinen Kopf, schau nach vorne und mach einen wirklich schweren Kopf. Drück ihn in die Finger hinein, bring deine Schulterblätter hinauf und auch hier bitte beim Hochgehen ausatmen, beim Tiefgehen einatmen. Zwischen Kinn und Brust, das ungefähr einen Faustabstand, das heißt generell ist es für deinen Nacken besser, wenn du nach vorne schaust und nicht zur Decke hinauf. Das wieder noch 4-mal. 3, 2. Bleib dann bitte oben, Pumpe. Halte die Spannung. Konzentriere dich schön auf diese Muskelgruppe. Die letzten 4. 3, 2. Komm bitte nochmal auf 1 hoch. Und dein rechtes Bein kommt in G. Sehr gut. Die letzten 4. Wunderbar. Mach genauso weiter, aber dreh dich bitte ein Stück nach rechts. Ein mach noch immer mit. Die letzten 4. Bein abstellen, nimm dir die Hand hin, wenn du möchtest. Schau, dass du auf 2 hochkommst. Du hast die Möglichkeit, dich ganz aufzusetzen. Wenn du merkst, da, das geht super, das kann ich ohne Schwung, mach es gerne auch noch langsamer, dann setz dich auf. Wenn dir das nicht möglich ist, dann bleib ein bisschen weiter unten. Du kannst natürlich jederzeit auch deinen Nacken entlasten, wenn du den Kopf stützt. Dazu halt den Nacken einfach weglegen. Bleib noch kurz dran. Atme wieder aus beim Aufsetzen oder Hochkommen. Die letzten 8. Die letzten 4. So, ganz langsam wieder zurückkommen. Langsam, langsam, langsam. Und die Hand wieder weglegen. Den Kopf wieder stützen. Komm wieder ganz gerade hoch. Mach den Kopf auch wirklich wieder schwer. Die letzten 4. Da kommt dein Bein wieder dazu. Jetzt ist das linke Bein dran. Das kommt dir entgegen. Spür die Spannung. Die letzten 4. 3. 2. Das Ganze bitte wieder mit einer Drehung. Du drehst dich jetzt nach links hinüber. Die letzten 4. Wunderbar. Das Bein bitte wieder aufstellen. Mach eine zweite Runde. Setz dich nochmal auf und komm dann ein kleines Stück hoch. Wieder schön langsam. 2 Schritte. Blick nach vorne. Genau. Die letzten 8. Die letzten 4. Bitte wieder ganz, ganz langsam zurückkommen. Langsam, 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 langsam. Hand mit ablegen, Kopf stützen, Blick nach vorne. Achte jetzt bitte bei folgender Übung darauf, dass der untere Rücken am Boden bleibt. Das heißt, du ziehst noch einmal den Nabel nach innen, kommst mehr oder weniger weit hinunter.
Mit deinen Beinen lässt du mal bitte die Schulter um. Noch 4. 3. 2. Und das Ganze bitte auf 2. Nur kein Rückwärts machen, ganz, ganz wichtig. Durchhalten. 4-mal noch. 3, 2 und da kommt schon deine letzte Anstrengung. Schnapp dir die Hand mit der linken Hand und zieh zu deinem rechten Knie, so weit du kommst. Genau. Die letzten 4. Und wieder unterstützen. Bleib jetzt bitte hier, halte noch 8-mal. Wunderbar, die letzten 4. So, Seitenwechsel, rechte Hand, linkes Knie, zieh hinauf zum Knie. So, das ist schon der letzte Block. 4-mal. 3, 2. Und du hast jetzt nur mehr einen Achter, das heißt, du bleibst bitte nochmal oben, pumpst. Hältst die Spannung noch einmal fest. 4-mal noch. 3, 2. Und jetzt hast du es wirklich geschafft. Bitte die Handeln ablegen. Mach dich ganz lang. Zieh die Arme über den Kopf lang. Atme mal tief durch. Schließ vielleicht die Augen kurz. Bring dann beide Beine zu dir. Leg bitte den rechten Oberschenkel über den linken, greif durch, zieh den Oberschenkel zu dir und drück mit deinem rechten Ellbogen den anderen ganz, ganz fest weg von dir, sodass du die Dehnung im Gesäß spürst, im Bein spürst. Gleichmäßig durchatmen. Und mach bitte einen Seitenwechsel. An das linke Bein, auf das rechte, greif durch, zieh den Oberschenkel her und drück mit dem Ellbogen den linken von dir weg. Wieder. Beide Beine ganz nah zu dir ziehen. Das tut deinem Rücken jetzt gut, soll einfach angenehm sein. Mach wieder auf. Halt dich bitte fest an einem Knie. Zieh dich hoch, dehne die Vorderseite deines Oberschenkels, das heißt, du bringst das Bein nach hinten, Quadrizepsdehnung. Und du legst die Seite, zweite Vorderseite, Oberschenkel. Noch die Rückseite dehnen, die Kniestrecken, Fußspitzen herziehen. Du musst auch gar nicht hingreifen zu den Fußspitzen, du bist in diese Richtung, spürst die Dehnung. Eben an der Rückseite. Und lass wieder locker. Wir kommen wieder Wirbelsäule hier recht hinauf. Das heißt, du kommst auf deinem Knie zu stehen, kannst dich am zweiten Bein schön abstützen, kommst hinauf, machst deine Knie wieder locker, dehnst deine Schulter. Zweiten Arm vor der Brust hinüberziehen. Der Trizeps. Den zweiten Arm. Erst wieder locker, die Schultern festkreisen, so wie wir begonnen haben. Genau, den Nacken noch ein bisschen locker, vorne fallen lassen, von einer Seite dran, ganz locker. Ich hoffe, du fühlst dich wohl, durchgearbeitet, vielleicht angenehm müde, ganz tief einatmen, ausatmen, nochmal tief einatmen. Ich hoffe, es hat dir so viel Spaß gemacht mit mir. Ich danke dir vielmals, freue mich aufs nächste Mal, hab einen wunderschönen Tag.